Isabeau, eine schöne Rapsstute, sollte der Mädchentraum werden. Nach schon kurzer Zeit in ihrem neuen Zuhause stellten sich viele körperliche Probleme dar, sowie im täglichen Umgang und auch ganz deutlich beim Reiten. Isabeau reißt beim Reiten ihren Kopf extrem hoch und nimmt natürlich jegliches Einfühlungsvermögen und auch jegliche Einwirkung, was Steuerung und Bremse angeht, und kontrolliert somit selber, wo sie hingeht, wie schnell sie wohin geht und ob sie überhaupt losgeht. Das extreme Kleben an Artgenossen macht es einer unerfahrenen Pferdebesitzerin im täglichen Umgang recht schwer. Isabeau greift zu allen Mitteln und wenn es sein muss, dann läuft sie den Menschen auch einfach um. Nachdem sich die Familie hilfesuchend an uns gewendet hat, kam sogleich das nächste Problem zum Vorschein. Isabeau musste beim Kauf mit einem Trecker und Quaderballen auf den Anhänger geschoben werden. Und somit war fraglich, wie die Familie Isabeau denn nun hierher kriegt. Wir haben für alles eine Lösung und gemeinsam schaffen wir das. Mit ein bisschen Beharrlichkeit und Konsequenz konnten wir auch Isabeau davon überzeugen, mit uns in den Anhänger zu steigen. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Also wir waren jetzt 2 Wochen bei Ariane mit Isabeau und sie hat mir viele Tipps gegeben, wie ich mit ihr besser umgehen kann, wie ich mir Respekt bei ihr verschaffen kann. Und zuerst haben wir ein Führtraining gemacht, dann hat sie mir gezeigt, wie sie mit ihr gearbeitet hat, wie ich sie richtig longieren und reiten kann. Und es hat mir bis jetzt sehr viel geholfen. Ich weiß, wie ich weitermachen kann mit ihr. Ja, eine arbeitsintensive Zeit ist nun zu Ende. Isabeau hat wieder den Kontakt zu den Menschen gefunden, arbeitet auch bereitwillig mit. Und jetzt müssen nur noch einige körperliche Baustellen, sowie zum Beispiel der Taktfehler, behoben werden. Und dann steht den beiden gar nichts mehr im Wege. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, ihr beiden, und bei Fragen meldet euch einfach.